Ja, und mit diesem schönen Main-Theme begrüße ich euch zu Let's Play Ghost Master. Ein Spiel, das 2003 von Empire Interactive veröffentlicht wurde. Hier in der PC-Version. Ja, ich habe dieses Spiel vor 5 oder 6 Jahren das letzte Mal gespielt. Habe es jetzt wieder ausgegraben. Eigentlich wollte ich ein Let's Play zu Civilization 5 machen. Aber dieses Spiel ist mir dazwischen gekommen und ist mir ehrlich gesagt wichtiger. Und deswegen übernimmt Civilization 5 jetzt der Kaiser. Und da können wir uns hoffentlich auf royale Fails freuen. Jetzt aber Ghostmaster hier. Und jetzt das schöne, lustige Intro. Ist da jemand? Jupp, ich bin hier. So. Geister sind dir zugewiesen worden. Behandle sie gut. Ja, das war das sympathische Intro von Ghostmaster. Ein Spiel, in dem es um... Ich werde es euch gleich noch erklären, worum es geht. Das hier ist die Einsatzkarte. Das ist das Ghoulzimmer, also die Universität, die wir gerade gesehen haben, wo sich die Geister so sympathisch breit gemacht haben. Dort können wir später Upgrades kaufen. Das ist jetzt aber unwichtig. Spuk 101, der Trainingsspuk. Hier bekommt man normalerweise ein ausführliches Tutorial. Das lassen wir jetzt aber, das erzähle ich, weil ich habe jetzt seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr gespielt. Die Mission habe ich kurz angeschaut. Ein paar Feldübungen, junger Ghostmaster. Wir bringen dich zur Universität von Grafenwill. Zum Haus der Studentinnenverbindung Kappa Lambda. Im Moment sind nicht viele Mädchen dort, aber wenn du sie alle verjagst, sollte das als Beweis deiner Fähigkeiten genügen. Ja, ich habe diese Mission angespielt, um zu sehen, ob ich es noch ein bisschen kann, und ich kann es noch. Wir stellen uns hier, hier können wir unser Geisterteam zusammenstellen, gibt hier halt ganz viele, davon schalten wir alle erst ziemlich spät frei, teilweise. Ich lasse mir hier ein erfrorenes Team zusammenstellen, das ist meistens ganz gut.
Verjage die Kapalander-Mädchen aus ihrem Verbindungshaus. So, hier sehen wir die Kapalander-Mädchen. Das sind die, die wir erschrecken müssen. Das sind die drei Anzeigen. Angst ist rot. Das heißt, wenn der Angstbalken voll ist, fliehen sie. Der orangene Balken ist der Wahnsinns-Balken. Wenn der voll ist, dann werden die halt wahnsinnig und kichern so und laufen ganz bekloppt herum. Da sind sie auch neutralisiert. Der G-Balken ist der Glaubensbalken. Also je mehr sie an Geister glauben, desto stärker fühlt sich ihre Angstanzeige. Das CZZ heißt, die schläft. Wenn wir hier draufklicken, können wir Ansicht machen. Dann sehen wir, was sie gerade so macht. Ja, uninteressant. Bei der hier gehe ich zu. Da wird halt sofort hingesehen, wo die ist. Ego. Sehen wir halt, was die sieht. Ganz nett. Wenn man, das zeige ich noch, wenn die viel Angst haben, dann haben sie auch Schnappatmung. Egal. Bio. Hier ist nochmal hier alles aufgezählt. Angst, Wahnsinn, Glaube. Furcht, unbewusst, unterbewusste Furcht, Laune. Die können wir durch Fähigkeiten herausfinden oder durch können wir herausfinden und auch teilweise nachlesen. Also hier Karen kippt sogar von einer Plastikstühle aus den Sandalen und ist nicht gern allein. Da wissen wir also schon mal wahrscheinlich Furcht, Spinnen, unbewusste Furcht, allein sein. Wenn wir auf unsere Geister klicken, also zum Beispiel jetzt Bu, dann sehen wir hier, gehe zu, geht nicht. Also das ist das gleiche, binden, darauf komme ich noch, Kräfte komme ich auch noch zu. Ego. Komme ich auch noch zu Epitaph, also na, ist jetzt, ich binde den mal jetzt mal in diesen Raum. Jetzt haben wir hier Albu. Das ist ein Gespenst. So, Ansicht. Aha, sehen wir schön. Gehe zu, ist ja dasselbe. Ego. Joa. Schön. Epitaph ist, hier nochmal eine kurze Beschreibung, die ist unwichtig. Typ, Gespenst, Level Wild, das ist auch unwichtig. Binden habe ich gezeigt, also das geht. Bu hat die Fessel in, also er kann nur im Haus platziert werden. Jetzt zum Beispiel Shivers kann an emotionale Sachen wie diesen Teppich gebunden werden, warum auch der Teppich emotional ist. Kletterclaws, die Spinne kann nur innen gebunden werden und Gojammer an elektrische Sachen. So, wieder zurück zu Bu. Also diese Leiste hier, das ist so, Hintergrund ist symbolisiert, ich habe ihn gebunden, Kräfte. Das sind die Kräfte, die halt verschiedene Sachen bringen. Zum Beispiel jetzt das Geräusch rassender Ketten, kann ich mal machen. Das beeindruckt die jetzt nicht so, die werden nur ein bisschen stutzig, deswegen ist die Fähigkeit auch nutzlos. Das sind halt schon fortgeschrittene Fähigkeiten. Man sieht schon Plasma 40. Das ist diese Anzeige. Wenn ich Geister gebunden habe, kostet das Plasma. Je mehr Kräfte sie benutzen, kostet Plasma. Und je mehr Angst die haben, desto mehr Plasma habe ich zur Verfügung. Wenn ich mein Plasma überlaste, kommt es zu einem Plasma-Alarm. In der Zeit habe ich dann, biebt jetzt alles kurz und ich habe Zeit, Geister notfalls schnell wegzuholen. Dann kann ich das verhindern. Dazu sollte es am besten gar nicht kommen. Ja, Befehle, neuer Befehl. Hier kann ich Sachen befehlen, die sind aber, ja, finde ich nutzlos. Bank ist halt, der Geist verschwindet und kann nichts machen und braucht auch kein Plasma. So, ich soll die Geister, die jetzt hier verjagen. Dazu mache ich mal jetzt hier schön. Siehst du, das kann ich schon nicht benutzen, weil das kostet viel zu viel Plasma. Dafür jetzt erstmal einen Schreck. Und man sieht diese roten Balken um sie rum. Jetzt haben die halt ein bisschen Angst.